Heute veranstalten wir das allererste Duo Fortnite Rank Turnier. Dabei trägt ganz einfach jeder Spieler die Farbe seines Ranges. Insgesamt werden 3 Runden gespielt und es können natürlich auch im Duo 2 Spieler sein, die einen unterschiedlichen Rang haben. Wer eine Runde gewinnt, wird als Duo mit insgesamt 1000 V-Bucks belohnt. Vergesst auf gar keinen Fall, dem Video hier ein Like dazu lassen und den Kanal kostenfrei zu abonnieren, falls ihr solche Turniere öfter hier auf dem zweiten Kanal sehen wollt. Jetzt würde ich aber sagen, wir starten in das Duo Rank Turnier. Let's go, rein da! Hier sind die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sich was mit dem Code ALVVB im Alpenshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Wir sind in der ersten Runde vom Duo Rank Turnier. Alle haben passend zu ihrem Rank einen Skin angezogen. Die Skinfarbe ist hier ganz entscheidend, um herauszufinden, was für einen Rank die Spieler haben. Diesmal im Duo-Format, wie ich bereits gesagt habe. Das heißt, jeder hat hier einen Teammate. Mal gucken, wer am Ende das Ganze gewinnen wird. Es gibt insgesamt für die Gewinner 1000 V-Bucks. Das heißt, sie können sie, ne, die V-Bucks aufteilen in 500 und 500 und sich was dann jetzt im Itemshop aussuchen. So, wir gucken mal, was haben wir hier so für Skins dabei. Mal gucken, ob wir viele Unreals... Ist es jetzt blau oder ist es eher Elite? Das ist für mich schwarz. Elite-Spieler haben wir hier am Start. Matti mit seinem Mate Attractive B. Beide Diamantspieler. Die spielen scheinbar beide relativ aktiv zusammen Ranked. Die haben nämlich den gleichen Rang. Oh, kein Call. Nee, das ist nicht der echte, oder? Das ist ein Faker. Ist der echte kein Call? Sind beide Elite-Spieler. Beide Elite. Chefkoch Umut mit seinem Mate Döner Meli. Döner sie Meli. No Skin mit einem Unreal. Spieler. Okay, okay. Bombolani. Oh, Unreal-Spieler und Champion-Spieler im Team. Okay, 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 okay. Von denen werden wir ganz viele haben, glaube ich. Champion und Unreal in Kombination. Emil mit seinem Mate. Jugit Box. Da haben wir es direkt. Jugit Box, ein Unreal-Spieler. Emil, ein Champion-Spieler. Sakulix als Unreal-Spieler mit seinem Mate. Leon. Auch No-Skin. Kann sein, dass die nicht angezeigt werden, vielleicht. Vielleicht ist er aber auch ein Unreal-Spieler. Das kann natürlich auch sein. Elias mit seinem Mate. Pumped by James. Ein Elite-Spieler. Elias mit einem anderen Elite-Spieler. Nämlich Pumped by James. Okay, beides Elite-Spieler, entspannt. Wir gucken mal, wer hat schon ein paar Kills gemacht? Hier, Planko zum Beispiel mit 2 Eliminierungen. Mal gucken, was ist das für ein Spieler? Dunkelblau. Okay, das ist Diamant, ne? Und der ist Solo unterwegs. Oh mein Gott, Solo-Spieler als Diamant-Spieler. Okay, krass. Chefkoch Umut, der hat auch schon einen Kill gemacht. Waren wir vorher schon drauf. Der ist Snotty Steps gedroppt, zusammen mit seinem Mate Meli. Das ist, glaube ich, ein Unreal-Team. Okay, okay, okay. Gucken mal hier drauf. Mika und Lost Lappen. Mika Champion-Spieler und Lost Lappen ein Elite-Spieler. Verfolgen jetzt hier W. Kimanu. W. Kimanu ist ein Unreal-Spieler. Sein Mate ist bereits genockt worden. Okay, es sind jetzt insgesamt noch 40 Teams am Leben. 74 Spieler insgesamt noch alive. Auf jeden Fall die Early-Fight-Action, die geht auf jeden Fall ab. Aber natürlich ist es hier mal wieder ganz kurz als Anmerkung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Einfach nur zu überleben und die Runde zu gewinnen. Oh, der wurde jetzt... Oh! Okay, ich wollte gerade sagen, der ist jetzt hier ein bisschen under pressure, aber das ist kein Problem für Manu. Das ist gar kein Problem. Sein Auto wurde nämlich ausgenockt hier mit der mit dieser Schildgranate. Da, sein Auto war komplett defekt, aber der holt sich mal ganz kurz hier auf ganz entspannt 2 Kills mit. Und zwar einen No-Skin und einen Diamantspieler. Auf ganz entspannt. Warum nicht? Kann man machen, oder? W's im Chat. 3 Kills und damit sollte er auch Top-Fragger sein. Zusammen mit Dicke Wurst. Dicke Wurst ist ein Champion-Spieler mit seinem, ist ein Unreal-Spieler, Entschuldigung, mit seinem Mate, auch ein Unreal-Spieler. Das ist beides für mich lila. Ein Unreal-Team ganz vorne als Top-Fragger mit dabei. Mika aber jetzt mit 4 Kills. Was geht denn bei dem ab? Ist ein Champion-Spieler mit seinem Mate Lost Lappen Elite. Uiuiui, was geht denn ab, Mika? Champion-Spieler hier ganz vorne mit dabei. Wo macht man denn diesen Riegel auf? Der Riegel ist Platin-Spieler. Zyro Scary ist jetzt hier in einem dicken Fight. Oh, knockt ihn sogar noch. IGL Krug ist jetzt ein Unreal-Spieler, der jetzt auf entspannt genockt wird. Wird jetzt Rest von seinem Mate. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Skinfarbe ist. Wahrscheinlich wegen der Mütze rot, also ist Champion. Der hat wahrscheinlich keine anderen Skins gehabt, der Kollege. Lost Lappen, der Elite-Spieler mit seinem Mate. Mika, nämlich den Top-Fragger, der Champion-Spieler. Und die Jungs, die machen das wunderbar. Und die erhöhen jetzt hier auf ganz entspannt auf 6 Kills. Da kann man also auch mal wieder ein W's im Chat flattern lassen. Wie Tauben will ich sie sehen. Wie Tauben. Lost Lappen und Mika. Mika jetzt wahnsinnig low. Aber die Jungs, die erhöhen hier gut. Elite und Champion, ne? Die sind nicht unreal, die zwei. GGL Lupschi und GGL Glupschi. Einmal ein... Was ist denn das für ein Skin? Ich glaube, das ist Diamant, oder? Oder ist es lila für euch? Er ist eher lila, ne? Er ist eher lila, oder? Sind beide unreal, oder? Was würdet ihr sagen, Chat? Sind die unreal beide? Ja, oder? Glaube ich schon. Oh! Unser Top-Fragger Mika und Lost Lappen. Hier links oben seht ihr es. Die sind beide dead. Oh, 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 oh. Unser Elite- und Champion-Team ist dead. Colin Cagel mit einem Champion-Skin. Mit seinem Mate Dunkelblau. Diamant-Spieler. Diamant- und Champion-Team haben wir hier am Start. Mhm, mhm. 52 Spieler sind jetzt noch alive. Oh, das schaut dann spannend Team aus. Auch 2 Unreals mit spannenden Skins. Wer sind unsere Top-Fragger eigentlich jetzt? Chefkoch Umut und Döner-Team Milli. Das ist ein Champion-Spieler. Mit seinem Mate ist ein No-Skin gewesen, glaube ich. Ah, nee, auch Unreal-Spieler. Oh, und die treffen jetzt auf die Jungs, die wir gerade spectated haben. Okay, das wird vielleicht ein spannender Fight. Bleiben wir mal drauf, schauen wir mal zu.
Unreal gegen Unreal Team. Und ich glaube, die haben Hunger. Döner Simeli, der will sich die Gegner gönnen wie Döner. Er geht wieder zurück. Er geht zu seinem Chefkoch Umut. Mit dem kann er zusammen was Leckeres kochen. Anonym und Luca Patu. Beides, würde ich sagen, Elite, ne? Beides Elite-Spieler. Mit schwarzen Skins unterwegs. Ich bleib mal auf Chefkoch Umut drauf. Und sein Mate Döner Simeli, weil die beiden sind auch ein Unreal Team und sind die Top-Fragger gerade der Lobby. Vielleicht sehen wir hier spannende Fights noch von den beiden. Wir bleiben mal hier erstmal auf entspannt drauf und gucken mal, was die so anstellen. Wir sind jetzt gerade bei der Drohnenfabrik und farmen sich einfach nur ein bisschen hoch. Holen sich jetzt ein bisschen Loot ab, aber ich muss schon sagen, dass sie schon sehr, sehr, sehr geilen Stuff dabei haben. Der flex jetzt hier ein bisschen die Edits. Ja, koch mal ein bisschen, Humus, für uns. Koch mal ein bisschen. Geil. Aber Minion, du hast gleich kein Holz mehr. Aber gute Edits. Was würdest du dir sagen von 1 bis 10, Chat? Freebuild? Oh, sein Mate. Meli. Der sprayt hier jetzt aber gut rein. Und holt sich jetzt... Hat er sich den Knock geholt? Nee, er hat sich nicht den Knock geholt, oder? Doch, hat er! Krass! Haben jetzt insgesamt 6 Eliminierungen. Haben wir jetzt irgendwie noch, wer der im Top-Fragen ist? Und zwar Noah Schnuckimela mit 3 Eliminierungen. Sein Mate JNJT ist dead. Er selbst ist ein Elite-Spieler. Muss jetzt aufpassen, weil er ist jetzt genau vor Auri und Icy. Beides sind Unreal-Spieler. Und er ist Elite. Das bedeutet, er muss auf jeden Fall aufpassen auf die Jungs, weil die könnten gefährlich werden für ihn. Wir wollen alle auf Umut drauf und auf Döner Simeli. Wir gucken mal, was die Jungs jetzt hier nochmal anstellen. Die sind hier gut am Fraggen. 6 Eliminierungen insgesamt zusammen. 43 Spieler sind jetzt insgesamt noch alive. Das Gewinnerteam wird jetzt 1000 V-Bucks mitnehmen. Können sie aufsplitten auf 2x500 V-Bucks. Kann man sich einen netten Tanz holen. Vielleicht eine nette Tarnung für eine Waffe oder sowas. Coolen Emote. Coolen Gleiter, coole Pickaxe. Da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und man kann natürlich auch 2 Runden hintereinander oder alle 3 hintereinander gewinnen. Das heißt, man kann dann insgesamt sogar als einzelner Spieler 1500 V-Bucks hier gewinnen und als Team insgesamt 3k. Also hier ist auf jeden Fall was Gutes möglich. Hier kann man sich auf jeden Fall auch was Nettes im Itemshop freischalten, wenn man hier geil spielt mit seinem Teammate zusammen. Und ich glaube, dass Chefkoch Umut und Döner Simeli da auf jeden Fall Bock drauf haben. Oh, Chefkoch Umut probiert jetzt hier den Mate. Probiert jetzt hier Zarinox zu snipen. Der hat richtig Hunger, ne? Umut, der hat richtig Hunger. Der braucht noch ein paar Ingredients für sein Gericht später zum Abendessen. Umut will hier ordentlich Chefkoch spielen. Der will hier gucken, Chat. Geil. Gutes Peace Control. Oh. Oh. Holt er sich den Unreal-Spieler? Er holt sich Terry Nox. Terry Nox dead. Chefkoch Umut erhöht auf 5 Eliminierungen. Insgesamt mit seinem Mate hat er 7 Kills jetzt. Ganz, ganz, ganz starke Performance von Umut und sniped jetzt Tirks dort hinten. Was ist das für ein Team? Tirks, Unreal-Spieler. Und Nox, die auch Unreal-Spieler. Beides Unreal-Teams jetzt. 2 gegen 2 Unreal. Okay, okay. Snoxy knockt jetzt Dönersi. Und Tirks wird genockt. Von Chefkoch Umut. Chefkoch Umut, der ist richtig am Kochen. Der ist richtig am Kochen. Muss jetzt hier Döner Simeli ein bisschen carryen und macht es. Ganz entspannt. Jetzt muss er ihn hochholen. Insgesamt 9 Eliminierungen. Chefkoch Umut, der ist richtig am Gucken, Chat. Geil. Chefkoch Umut und Döner Simeli insgesamt mit 9 Kills. Chefkoch Umut mit 7. Ganz, ganz krasse Performance von dem Unreal-Spieler hier. Wer könnte denn Umut und Döner Simeli das Wasser reichen? Nur, wir gehen mal wieder drauf. Das ist, glaube ich, der Elite-Spieler, ne? Der struggelt immer noch in Zone. Er hat seinen Mate jetzt hier revived. Die haben insgesamt zusammen 5 Kills. Sein Mate ist auch ein Elite-Spieler. Uiuiuiui. Aber die Jungs, die sind hier ein bisschen am Struggeln out of Zone. Ich glaube, auch wenn die viele Kills haben, die haben ein bisschen Zone-Probleme, ein bisschen Stuff-Probleme. Mussten sich natürlich rebooten. Deswegen würde ich sagen, wir bleiben wieder auf unser Top-Fragger-Team drauf. Oh, starker Snipe jetzt auf Glubschi von Chefkoch Umut. Umut mal wieder hier am Kochen. Was geht denn ab hier? Boah, super. Super. Er ist 1 HP. Er ist 1 HP. Oh, gut. Was macht Meli in der Zwischenzeit? Was macht Meli? Meli holt sich auch sein Mate. Sein Gegner. Glubschi und Glubschi. Die Jungs, auf denen wir vorher auch mal drauf waren, ganz kurz, die sind jetzt auch dead. An Meli und an Umut. Insgesamt zusammen 11 Eliminierungen sind ganz klar die Top-Fragger jetzt hier in der Lobby. Und auf denen müssen wir draufbleiben, weil die wollen hier weiter Kills machen. Die sagen, hey, die V-Bucks, die sind zwar relativ interessant, ne, sind ganz cool, aber wir wollen hier weiter fraggen. Wir wollen hier weiter Druck machen. Und wisst ihr, was ich ganz, ganz sicher bin? Emil, der ist gerade am Rebooten. Der wird jetzt hier gerade ganz, ganz, ganz dick Probleme haben. Und Chefkoch Umut und Meli, die wollen das natürlich jetzt hier ausnutzen, dass Emil hier am Rebooten ist. Emil, Champion-Spieler, ist jetzt gerade unten, will jetzt hier rausgehen, ja. Und er moved jetzt in Zone. Umut lässt es aber gar nicht so wirklich zu. Probiert jetzt in die Box von Emil zu springen, bleibt aber trotzdem noch ein bisschen auf Distanz, macht er auch clever. Denn man soll natürlich nicht unnötiges Risiko angehen an der Stelle von Umut und von Meli. Die haben nämlich alles, denen geht's richtig, richtig gut. Und Emil dead an Meli. Ganz stark. Insgesamt jetzt 12 Eliminierungen, die 2 Top-Fragger hier. Meli und Umut. Ganz, ganz stark. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die 2 entweder meine 1 gegen 1 Ranked-Map spielen oder meine Alvi Royal-Map, um besser in Fortnite zu werden. Checkt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal ab. Kurzer Einspieler, falls ihr besser werden wollt in Ranked, spielt sehr gerne meine 1 gegen 1 Ranked-Map oder als Alternative sehr gerne Alvi Royal abchecken. Die beiden Map-Codes habt ihr gerade eben gesehen und sind auch als angepinnter Kommentar in den Kommentaren verlinkt. Ja, mit Sicherheit die Creative Maps auf jeden Fall.
jeden Fall ordentlich gegrindet. Elias und Peace King Ari. Ui, von dem will ich aber was sehen jetzt. Peace King Ari mit dem Donut noch. Von dir will ich aber jetzt dann ein bisschen Peace Control sehen, ja? Da bin ich jetzt gespannt, wie du hier beast. Gackermeister und dicke Wurst sind jetzt oben auf dem Berg drauf. Döner Simeli mit dem nächsten Kill. Wir müssen auf die Jungs mal wieder drauf. Chefkoch Umut und Döner Simeli. Ganz, ganz krasse Performance. Insgesamt mit 13 Eliminierungen. 20 Spieler sind jetzt insgesamt noch alive. Even, der muss jetzt irgendwie in Zone, weil anders kann er das irgendwie jetzt nicht mehr überleben. Der wird jetzt hier irgendwie extrem gepusht. Probiert jetzt hier in Zone jetzt wieder reinzugehen. Holt sich jetzt hier unten das Medkit vielleicht. Holt er sich das Medkit? Ja, er hat es gesehen. Sehr gut. Kann sich jetzt hier das Medkit geben. Döner Simeli will in der Zwischenzeit weiter hier pushen und holt sich Even. Even hat er gar keine Möglichkeit, das Medkit sich zu geben. 18 Spieler sind jetzt noch alive, 10 Teams. Chefkoch Umut und Döner Simeli mit 14 Eliminierungen insgesamt. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz in die Drohnenperspektive, denn hier haben wir ein paar mehrere Spieler am Start. Ossi haben wir links unten mit seinem Mate, beste Insel, sind beides. Ah ne, einer ist ein Unreal-Spieler und der andere ist ein Champion-Spieler, wie wir hier sehen. Beste Insel Champion und Ossi mit dem Unreal-Skin hier am Start. Chefkoch Umut und Döner Simeli fighten sie natürlich weiter. Beste Insel, der Champion-Spieler ist jetzt wahnsinnig low und wird jetzt genockt von Chefkoch Umut. Ossi will jetzt in der Zeit durchziehen. Probiert es jetzt hier mit dem Grappler. Wird jetzt ein bisschen zurückgebackt. Döner Simeli sagt dann, hey, komm Umut, wir gehen da hinterher, Bro. Wir kochen. Wir gehen auf Meli mal drauf. Der ist ein bisschen weiter vorne als Umut. Und der hat hier richtig Bock, in die Box reinzuspringen. Der hat hier richtig Bock. Boah, das ist aber knapp, Meli. Da bist du ein bisschen in ein Risiko gegangen. 5 Kills Meli, 11 Kills Umut. Insgesamt 16 Eliminierungen. Den beiden geht es wunderbar. Haben eine unfassbar gute Möglichkeit. Unfassbar gute Möglichkeit, um 1000 V-Bucks jetzt hier freizuschalten. Ganz, ganz, ganz krasse Performance. Wir gehen mal ganz kurz trotzdem nochmal auf Meli drauf. Weil der ist jetzt noch ein bisschen weiter hinten. Chefkoch Umut holt sich jetzt Auri Okö mit einem ganz, ganz dicken Sniper. Und wir gucken mal, wer noch alive ist. Döner Simeli, dicke Wurst, Elias. Wir haben Peace King Ari, wir haben Lukabo, wir haben Lexo Julian, wir haben Sepp Gamer, Colin Cagel, Chefkoch Umut mit unfassbar geilen Pump jetzt auf Icy. Dann haben wir noch Sakulix, wir haben Leon A, wir haben Kackermeister und da sind wir wieder auf Döner Simeli drauf. Insgesamt haben die beiden Jungs 18 Kills. Wow, droppen hier eine 20er Bomb. 12 Spieler sind jetzt insgesamt noch alive und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal ganz kurz ein bisschen aus der Drohnenperspektive an. Unfassbare Performance von Döner Simeli und von Umut. Okay, geht jetzt hoch. Oh, Peace King Ari, der hat es gar nicht gecheckt. Peace King Ari und sein Mate werden jetzt hier auf Highground contestet. Elias und Peace King Ari. Die wollten jetzt hier den Highground taken. Verlieren den aber jetzt gegen Umut. Und sie verlieren ihn nicht nur, sondern sie sterben fast. 28 Builds hat jetzt nur noch Umut. Meli muss vielleicht ein bisschen was droppen. Beziehungsweise Meli hat auch nicht mehr so viel. Hatte auch nur noch 33 Builds. Die brauchen irgendwie einen Refresh. Meli probiert weiterhin hochzukommen. Und den Highground zu taken. Und er holt sich jetzt Elias. Der braucht eigentlich den Refresh von Elias. Aber er entscheidet sich weiterzugehen. Ist vermutlich auch smarter. 25 Builds hat er immer noch. Die Jungs brauchen irgendwie einen Refresh. Und Döner Simeli ist dead. Von hinten wird jetzt geholt. Von Dicke Wurst. Dicke Wurst und sein Mate Kackermeister. Insgesamt 5 Eliminierungen. Dicke Wurst hat davon 5. Das ist krass. Ganz eindeutig der Fragger jetzt hier unter den Zweien. Top 8. Peace King Ari, sein Mate Elias ist dead, ist aber immer noch auf Highground. Der konnte den Highground irgendwie halten, wird aber jetzt gesniped von der Seite. 38 Green HP jetzt nur noch. 8 Spieler jetzt noch alive. 5 Teams. Kackermeister und Dicke Wurst. Geht's auf jeden Fall jetzt wahnsinnig gut. Ich glaube, das ist auch das Team, welches am Ende gewinnen wird. Ich setze nämlich mein Pferd auf die zwei. Beides Unreal-Spieler. Holen sich jetzt nämlich den Highground. Den geht's echt fein. Den geht's echt fein. Einfach jetzt gucken, dass sie den Highground halten und einfach alles sprayen, was sie unten sehen. Peace King Ari auch jetzt sehr, sehr low. Skaluix holt sich jetzt einen Kill. Kackermeister holt sich jetzt Peace King Ari. Top 6 Spieler. 4 Teams insgesamt noch alive, Chat. Dicke Wurst und Kackermeister. Ich fasse es nicht, dass die zwei jetzt wirklich gewinnen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja so ironisch. Okay, können sie jetzt ein Medkit. Wen haben wir jetzt noch alive? Dicke Wurst. Wir haben Colin Cagel. Wir haben Chefkoch. Umut ist noch alive. Oh mein Gott. Ich dachte, die wären beide dead. Aber nein, Umut ist als Solo-Spieler noch alive. Umut mit insgesamt 14 Eliminierungen hier als Solo jetzt noch unterwegs. Probiert sich jetzt hier Kackermeister zu holen. Kackermeister ist dead. Jetzt ist nur noch Dicke Wurst am Start. 15 Eliminierungen und Umut stirbt an Zone. 4 Spieler noch alive. Skaluix jetzt hier auf Highground mit seinem Mate Leon. Und dann haben wir noch Dicke Wurst unten und Colin. Colin, ein Champion-Spieler. Skaluix und Leon im Team als Unreal-Spieler. Und Dicke Wurst noch als Solo unterwegs. Genauso wie Colin, aber nicht als Champion, sondern ebenfalls als Unreal-Spieler. Unreal gegen Champion-Spieler fighten jetzt auf Low Ground und Skaluix und Leon, die machen einen ganz entspannten auf High. Die machen einen ganz, ganz entspannten. Und Skaluix kann es sogar out-heal mit 2 Medkits. Dem geht's richtig gut. Dicke Wurst hat aber auch 2 Medkits.
könnte das eventuell auch outhealen. Colin jetzt dead an dicke Wurst. Jetzt nur noch ein einzelner Unreal Solo gegen zwei Unreal-Spieler oben auf High Ground im Duo. Und zwar Leon und Skaluix. Was machen sie? Wollen sie das Ganze healoffen gegen dicke Wurst oder droppt einer von beiden runter? Und Leon droppt tatsächlich runter. Dicke Wurst geht jetzt weg und will das Ganze outhealen. Der probiert jetzt irgendwie die Medkits reinzukriegen. Schafft es aber nicht. Leon und Skaluix mit insgesamt nur 4 Eliminierungen holen sich jetzt den Win und gewinnen die allererste Duo-Ranked-Runde. W's, GG's und Tschüss in den Chat. Ganz, ganz stark. Wir gehen in die zweite Runde. Wir sind in der zweiten Runde Duo-Ranked-Turnier, wo jeder einen Skin hat, der der Rank-Farbe entspricht. Wir gehen in die zweite Runde rein. Erste Runde haben sich bereits zwei Leute 1000 V-Bucks freigeschalten. Mal gucken, wer es in der zweiten Runde wird. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr geile Duos hier mit dabei. Wir gehen rein. Let's go. Wen haben wir diesmal am Start? Wirbelwind Pro als Solo. Der Mann spielt als Solo. Fass ich nicht. Oh, wen haben wir hier dabei? Swiss Popper und kein Call. Beides Unreal-Spieler. Swiss Popper und kein Call. Da bin ich jetzt gespannt. Oh, Leon. Süßer Platin-Spieler. Cool. Mit Mini-Tobi. Mit einem No-Skin am Start. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Hier sind krasse Teams wieder mit am Start. Fragger Banane mit seinem Mate Nikita sind beides Unreal-Spieler. Okay, cool. Alright, aber wir haben wieder überwiegend nur Unreal-Teams hier mit dabei. Okay, wer sind unsere Top Fragger. Gibt es schon ein paar Jungs, die ein paar Frags gemacht haben. Ein paar vereinzelte Ein-Kill-Jungs sind hier mit dabei. Aber das Team, welches am meisten Kills hat, ist das Team von No Way Fipo und No Way Center. Einmal ein Champion-Spieler mit einem Unreal-Spieler am Start. Haben zusammen insgesamt 2 Kills und sind die Top-Fragger der Lobby. Swiss Popper, der Mate von Kein Call, hat aber jetzt auch einen Kill gemacht. Sehen wir links oben im Kill-Feed. Kein Call jetzt aber knocked. Oh oh. Kein Call und Swiss Popper sind jetzt hier eliminiert worden. Oh mein Gott, die Favoriten der Lobby jetzt dead. Nikita auch inzwischen jetzt alleine, ist bei der Yacht gedroppt. Ein Unreal-Spieler wird aber jetzt leider komplett überrannt. Und zwar von niemand geringerem als Lexo Julian und Sepp Gamer. Beides Unranked-Spieler scheinbar. Unranked oder Bronze-Spieler. Ui, die sind aber sehr toxic, ne? Sepp Gamer und Lexo Julian. Weiß ich nicht. Da will ich mir mal in die eigene Nase fassen. Dann im Endgame wird es vielleicht problematisch für euch beide, ne? Sweaty und Naya Boy. Beides Unreal-Spieler. Oh, nee. Oh, gelb. Ein Gold-Spieler. Mit einem Unreal-Spieler zusammen. Oh, cool. Coole Kombi auch. Gold und Unreal. Tren is back. Unreal-Spieler. Beide zieht gerade gegen No Skin. Zusammen mit seinem Mate Even. Und Even hat insgesamt auch schon 3 Kills. Krasse Performance von Even. Even und Tren insgesamt mit 3 Kills immer noch die Top-Kill-Leader. Teilen sich aber den Kill-Leader-Platz. Die Nummer 1 zusammen mit Cyan und Big Flopper. Cyan ist ein Unreal-Spieler und Big Flopper ist ein Champion-Spieler. Und die fighten sogar hier gerade gegen Max der Schmale. Der ist jetzt knocked. Ein Unreal-Spieler wird knocked von einem Champion-Spieler. Okay. Und Rest Klein. Dem geht's auch nicht so gut. Dem geht's... Big Flopper dead. Big Flopper und Cyan dead. Insgesamt mit 4 Kills sind die Jungs down gegangen an Adibot und Max der Schmale. Und Adibot, sei mir nicht böse, aber was zum Teufel ist deine Skinfarbe bitte? Grün. Welcher Rang ist grün? Rang Birne? Ah, geil. Er ist Unreal, er ist mein Mate. Und warum hat der so einen Skin an? Er hat vergessen. Ja, was für er hat vergessen? Ich hab's 50 Mal gesagt. Für mich ist der Bronzespieler. Gurkensohn und Twitch Noah sind gerade Top-Fragger. Aber ich glaube, der Skin wird mir nicht angezeigt von Gurkensohn, weil Gurkensohn ist Champion und Noah ist Unreal. Okay. Haben jetzt insgesamt 4 Eliminierungen, die beiden. Fighten jetzt gegen Noah und Big Krabbe. Noah und Big Krabbe. Noah Champion-Spieler und Big Krabbe unten ist ein Champion-Spieler. Unreal und Unreal gegen Unreal und Champion. Da kommen jetzt noch welche von der Seite. Und zwar Quentin. Quentin mit seinem Mate Napalien Master. Die kommen auch noch von der Seite. Also insgesamt jetzt 3 Teams hier aufeinander. Gurkensohn und Noah. Twitch Krabbe zusammen mit Noah. Also die heißen beide Noah, lol. Und Quentin und Napalien Master hier auf High Ground. Ja, ich glaube, wir gehen mal hier unten auf Twitch Krabbe drauf. Auf den einzigen Champion-Spieler hier von den ganzen Leuten. Oh, wird aber jetzt gesniped von Quentin. Oh, da muss er jetzt aufpassen. Krabbe jetzt ein bisschen unter Bedrängnis. Wird jetzt ein bisschen gesprayed. 47 Spieler jetzt noch alive. Wir gehen mal ganz kurz ein bisschen weiter. Krass, wir haben neue Top-Fragger. Wer sind die zwei denn? Die haben wir auch noch nie auf dem Schirm gehabt. Oh, und die sneaken in der kleinen Hütte. Aber nee, die sneaken unten underground. Okay, beides Unreal-Spieler. Sind Top-Fragger gerade mit 4 Eliminierungen insgesamt. Noah mit dem Kill auf Quentin haben wir links oben jetzt gerade gesehen. Twitch Noah mit dem Kill auf Napalien-Masse. Wir müssen mal ganz kurz Noah und Gurkensohn drauf. Noah gerade mit 3 Eliminierungen, Gurkensohn. Oh, haben jetzt insgesamt 6 Eliminierungen und sind damit jetzt wieder die neuen Top-Fragger. Noah und Gurkensohn. Oh, Gurkensohn und Noah fighten jetzt Snoxy und sein Mate T.
Tierks. Die haben beide No-Skins an. Die verhalten sich aber auch so ein bisschen wie No-Skins. Die bauen sich jetzt hier beide in einer 1x1-Box ein. Jetzt expanden die ein bisschen. Und Gurkensohn und Noah haben es gegen die, glaube ich, nicht so schwer. Oh mein Gott, You're Bad kommt die jetzt aber von der Seite an. Ist ein Champion-Spieler. Geht aber jetzt weg. Ich weiß auch nicht, warum der überhaupt hier dazu gestoßen ist. Ein bisschen lost. Noah und Gurkensohn probieren jetzt hier weiter Pressure zu machen. Oh, was passiert hier jetzt? Was ist denn das für eine Rotation? Alex, der 15. Er macht das Ganze nochmal. Okay. Geht jetzt hier in den Build-Fight rein. Prime Sneaky W ist sein Mate. Ist, glaube ich, ein Unreal-Spieler. Und er selbst, Alex, ist ein. Ist für mich eigentlich eher ein Blau. Deswegen ist er für mich jetzt Diamant. Und probieren. Die probieren jetzt in die Box hier zu kommen. Von einem Champion-Spieler. Aber wirklich reinkommen sie nicht. You're so bad. Chillt jetzt hier irgendwie auf High Ground und hat ehrlich gesagt nicht mehr wirklich viel zu verlieren. Er hat nur 49 HP. Das schaut nicht gut aus für ihn. Sein Mate ist auch bereits dead. Er selbst hat 3 Kills. Aber der muss jetzt irgendwie einen richtig, richtig krassen Klatsch machen. Wird jetzt überrannt von Prime Sneaky. Und Prime Sneaky, das ist eine easy Sache für ihn. Da kann You're Bad auch echt nicht viel machen. Sneaky mit seinem allerersten Kill hat zusammen mit Alex, der 15. sein Mate, Diamantspieler, insgesamt 3 Eliminierungen. Wir gehen mal auf unsere Top-Fragger. Ui, das sind jetzt wieder andere. Und zwar Adibot und Max der Schmale, insgesamt mit 7 Eliminierungen im Team. Okay, krass. Adibot ist ein Unreal-Spieler, haben wir vorher im Chat gelesen. Und Max der Schmale, ebenfalls ein Unreal-Spieler. Er hat nur vergessen, irgendwie einen Skin reinzumachen, der Adibot. Und was geht denn hier auf den Zug ab? Oh, oh. Oh mein Gott. Was ist denn das jetzt für eine Fight-Situation? Toshiro, Diamantspieler, der schleicht sich auf den Zug drauf und probiert jetzt hier ein paar Jungs vorne auf den Zug zu snipen. Über ein paar Umwege. Okay, geht jetzt zu seinem Mate. Was ist das bitte für ein Skin? Das ist Unreal, oder? Gurkensohn und Noah sind jetzt wieder unsere neuen Top-Fragger. Mit 8 Eliminierungen insgesamt. Ich sag ja, die machen keine halben Sachen, die gehen jetzt immer weiter. Die wechseln sich die ganze Zeit ab mit anderen Leuten. Oh, 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 ich glaube, da wird einer gedoublekeyed. Oh, und der Solo auch noch. Der Arme. Minion, ich glaube, es wird nichts. Dead. Gurkensohn und Noah mit 9 Eliminierungen insgesamt. Champion und Unreal-Spieler. 25 Spieler jetzt noch alive. 16 Teams. Und Sepp Gamer, der wird wahrscheinlich jetzt auch Stress haben. Sepp Gamer, sehr, sehr low. Sepp Gamer, dead. 6. Kill jetzt für Gurkensohn. 10 Kills insgesamt. Zusammen mit seinem Mate to Twitch Noah. Aber die machen es ganz entspannt. Wir sehen, oh, wenn da irgendwie ein Solo ist in der Box oder in einem Auto, ja, dann gehen wir hin, nehmen den mit auf entspannt. Aber mehr machen sie dann auch nicht. Und das ist okay. Das ist smart. Boah, guter Snipe. Adibot knockt ihn dann sogar nach dem Snipe von Max. Gut gemacht. Okay, Max der Schmale will da irgendwie reingehen. Vielleicht. Oh, der hätte drauf sein müssen, der Snipe. Das wäre ein Free Kill gewesen. Guter Kill. Guter Kill auf Sweaty. Max mit seinem 4. Adibot 5. Insgesamt 9 Kills, die Jungs zusammen. Eieiei, was passiert hier? War das ein Pre-Fire-Snipe? Warum pushen die den aber jetzt nicht? Oh, weil Max low ist, glaube ich. Okay. Adibot geht jetzt rein und holt sich No Way Center. Okay, stark. Aber die anderen hatten auch gar nichts mehr zu healen. Das schaut jetzt gar nicht gut aus für die anderen zwei Jungs. Die haben jetzt zwar Medaillons, aber wirklich viel bringt es gar nichts. Die brauchen jetzt irgendwie einen Green HP Refresh. Vor allem Max der Schmale. Wir gehen mal drauf. Der hat jetzt eine schwierige Rotation. 17 Spieler sind jetzt insgesamt noch alive. Schaut jetzt nicht gut aus für Max. Aber wir gucken mal, wer ist noch dabei? Max, wir haben Adibot, wir haben 8 Radan, wir haben Frimzy, wir haben Acel Pro, wir haben N-Wag Dorian, wir haben Quintixo, Trent is back, ist gerade knocked, Aqua on Mark, wir haben BVB Tobey, wir haben Luis der Breite, wir haben Ahox, Mirmil Gamer, wir haben Even Anon, Twitch Noah gerade mit seinem Mate Gurkensohn auf High Ground. Ganz entspannt geht's denen mit 11 Eliminierungen insgesamt. Only Low Scope mit 3 und dann sind wir wieder auf Max der Schmale mit 5 Eliminierungen drauf. Top 16. 10 Teams jetzt noch alive. Max probiert jetzt vielleicht ein bisschen auf High Ground zu gucken und vielleicht high zu spleeven. Aber dort oben geht's Gurkensohn und Noah wirklich wahnsinnig gut. Den geht's sehr, sehr, die sind chilling. Oh, Gurkensohn wird gesniped jetzt. Oh, stark. Stark, stark, stark. Adibot kriegt dann direkt den Snipe wieder zurück. Krass. Gurkensohn mit 7 und Noah mit 6 Kills. Insgesamt 13 Eliminierungen zusammen. Und es leben nur noch 12 Gegner. Viel müssen sie nicht mehr aushalten, um dann insgesamt 1000 V-Bucks zu verdienen. Das ist krass. Gurkensohn übrigens der Gewinner vom letzten Boxfight-Turnier. Und Noah, sein Teammate, das wissen vielleicht auch einige, der hat nämlich die ersten 2 Boxfight-Turniere jemals auf meinem Kanal gewonnen. Also alle 3 Boxfight-Turniere, die jemals auf meinem Kanal stattfanden, haben diese Jungs
Kills hier gewonnen. Noah 2 Stück. Derjenige, der gerade hier einen richtig krassen Sniper rausgehauen hat. Sehr, sehr stark, Noah. Und Gurkensohn hat das letzte Boxfight-Turnier gewonnen. Sehr, sehr krasse Performance. Sehr, sehr, sehr krasse Performance. 11 Spieler jetzt noch alive. Gurkensohn. Oh, Noah ist sehr, sehr low aber, by the way. Der hat nur noch 6 Green HP und ist knocked jetzt. Gurkensohn jetzt alleine nur noch am Start. Sein Mate Noah als Unreal-Spieler ist jetzt dead. An Zone. Und Gurkensohn ist jetzt alleine auf High Ground als Champion-Spieler und muss sich jetzt hier durchsetzen. Gegen Only No Scope, Champion-Spieler, Max der Schmale, Unreal, Frimzy, Champion, Aqua und Marken, No Skin, Bronzespieler, BVB, Tobey mit einem Unreal Skin, Luis der Breite als Unreal und da sind wir wieder auf Gurkensohn drauf. Er muss sich auf jeden Fall gegen Champion und Unreals durchsetzen, überwiegend zumindest. Hat aber noch gut Metz und kann auf Highground das Ganze ausspielen. Wir bleiben mal auf ihm drauf. Frimzy unten jetzt dead an Max der Schmale. Max der Schmale ist auch wirklich immer noch sehr, sehr low. Dem geht's gar nicht so gut. Der hat aber auch kein Mate mehr. Adibot, der wurde ja gesniped von Noah und Gurkensohn vorhin. Wir gehen mal ganz kurz in die Drohnenperspektive rein. Luis der Breite jetzt dead. Max der Schmale muss jetzt irgendwie in Zone kommen. Macht er gut. Aqua on Mark unten. Ganz auf Low Ground. Und es sind auch nur noch 3 Spieler. Gurkensohn mit 9 Eliminierungen auf High Ground Champion-Spieler. Max der Schmale als Unreal-Spieler jetzt dead. Und jetzt ein No-Skin mit 10 HP. Probiert sich jetzt irgendwie auf Krampf mit Pizzen und mit der Medaille hochzuhielen, aber schafft es nicht. Und deswegen gewinnt Gurkensohn und Twitch Noah da die zweite Runde vom Duo-Rank-Turnier. Holen sich damit 1000 V-Bucks ab. Sehr, sehr stark. Wir sind in der dritten Runde vom Duo-Rank-Turnier. Mal gucken. 2 Teams haben sich jetzt schon 1000 V-Bucks abgeholt. Ich bin gespannt. Sehr, sehr viele Unreal-Spieler und Championship-Spieler sind immer im Endgame. Vielleicht, hoffentlich sehen wir jetzt auch vielleicht mal den ein oder anderen Gold-Spieler, Platin-Spieler, Diamant-Spieler im Endgame. Das wäre ziemlich, ziemlich geil. Schauen wir mal. Wir gehen rein. Let's go. Top Fragger, Swiss Proper und Kein Call. Kein Call und Proper sind jetzt wieder mit am Start. Ui, den Skin von Kein Call sehen wir nicht, aber ist sehr eindeutig ein Unreal-Spieler, genauso wie Swiss Proper. Sie ist in der zweiten Runde relativ früh gestorben an einer Bombe. Hatte Kein Call reingeschrieben. Aber Kein Call und Proper sind auf jeden Fall unfassbar gute Spieler und haben wahrscheinlich sehr, sehr gute Voraussetzungen, um hier die 1000 V-Bucks mitzunehmen und hier als Rundensieger von der dritten Runde hier rauszugehen. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt hier so reißen werden, ob sie aus der zweiten Runde vielleicht Energie gesammelt haben. Wen haben wir noch dabei? Wir haben als Top-Fragger Reus Fresser und PTH Flopper. Was haben die Jungs für Ränge? Sind beide Unreal-Skins. Digga, wer ist er? Was ist er für einer? Alien 3 Million im Donut. Ist solo unterwegs in der Runde. Was geht denn bei dir ab, Bro? Weiß ich nicht. Okay. Wer sind unsere Top-Fragger? Wir gucken mal ganz kurz rein. Bei unseren Top-Fragger Reus Fresser und PTH Flopper haben insgesamt 5 Kills und fighten jetzt hier gerade ein... Oh. Pavo und... Wen noch? Und Ryun. Oh. Ist der Platin? Das ist so ein türkiser Skin, ne? Boah, da haben die natürlich gar keine Chance, die zwei Jungs. Elite und Platin war das, glaube ich. Gegen 2 Unreal-Spieler. Ist natürlich schwierig dann, ne? Kein Call und Proper. Auch mit 5 Kills sind auch sehr, sehr gut dabei. Denen geht's auch wahnsinnig gut. Da werden uns leider die Skins nicht angezeigt. Haben wir aber in der zweiten Runde gesehen, dass sie Unreal-Skins drin hatten. Fighten jetzt hier gerade gegen... Sakulix und Leon. Sakulix und Leon sind auch beides Unreal-Spieler. Skin von Leon wird uns leider auch nicht angezeigt gerade. Aber er hat auch einen Unreal-Skin letzte Runde da drin gehabt. Das heißt, es ist ein Unreal-Fight gegen Unreal-Fight. Und Swiss, Proper und Kein Call sind ganz eindeutig die Favoriten in der Lobby. Natürlich Leon und Skalulix auch. Weil die beiden haben natürlich Runde 1 gewonnen. Aber Kein Call knockt jetzt Leon. Und es schaut jetzt wahnsinnig, wahnsinnig schlecht auf Swiss Skalulix. Der ist nämlich allein jetzt noch unterwegs. Hat nur noch 5 HP. Kein Call probiert da irgendwie hinterher zu laufen und Proper ist in seiner Box hier drin. Skalux hat jetzt nicht mehr so wirklich viel Chance, um das Ganze zu drehen. Kein Call und Proper. Insgesamt 7 Eliminierungen. Super, super Performance. Gurkensohn und Noah haben wir auch wieder mit am Start. Gurkensohn als Champion-Spieler und Noah wieder als Unreal-Spieler. Warte mal. Oh, Swiss Proper und Gurken... Oh mein Gott, Swiss Proper und Kein Call gegen Noah und Gurkensohn. Oh mein Gott, das wird jetzt spannend. Noah ist jetzt knock direkt. Kein Call und Swiss Proper. Jetzt gegen Gurkensohn. Eieieiei. Genau, Kein Call und Swiss Proper. Sind jetzt die beiden, die noch alive sind. Und Gurkensohn, der hat jetzt hier ganz, ganz dicke Pressure. Ja, und ist dead. Und Kein Call. Oh mein Gott, Kein Call und Gurkensohn haben sich auch getroffen im Boxfight-Turnier. Krass, krass, krass. Ah, guck mal, da sehen wir jetzt auch den Skin von Swiss Proper. Guck mal, der hat jetzt inzwischen geladen. So langsam kommen die Skins zum Vorschein, die jetzt wichtig werden. 36 Spieler jetzt insgesamt noch alive. Wer sind unsere Top-Fragger? Swiss Proper und Kein Call. Reus Fresser und PTH
Flopper mit insgesamt 9 Eliminierungen. Denen geht's auch richtig gut. Sind auch beides Unreal-Spieler und sind jetzt die zweiten Top-Fragger neben Proper und Kein Call. Oh mein Gott, Kein Call ist dead. Was ist mit Kein Call passiert? Der ist an Fallschaden gestorben, oder? Oh nein! Oh nein! Oh, 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 was passiert hier? So ist Proper mit dem Knock auf den einen. Auf einen Silberspieler. Und der andere Silberspieler ist auch dead. Das war jetzt gar kein Problem für Swiss Proper. Swiss Proper holt sich jetzt auch ganz entspannt 2 Silberspieler. Oh mein Gott. Aber ganz, ganz schnell. Kein Call war jetzt hier gerade kurzzeitig knocked. Das hätte echt wirklich gefährlich werden können. Die zwei Jungs jetzt hier als Favoriten jetzt in beiden Runden dead zu sehen, das wäre natürlich schade gewesen. Okay, Primes und Endblue haben insgesamt 12 Kills zusammen. Wer sind die zwei denn? Beides Unreal-Spieler auch hier. Okay, krass. Okay, okay, das ist für mich eher Unreal, ne? Wegen diesen pinken Sachen hier. Und Endblue ja sowieso. Ist auch für mich ganz klar Unreal. Krass. Ey, der hat den Skin sogar richtig schön gemacht. Der sieht richtig aus wie so dieses Unreal-Logo. Oh, guter Sniper! Auf Buff Club. Und Hiro Leon wird jetzt auch gesniped. Eieiei, ich bin gerade auf ihn draufgegangen. Endblue holt sich jetzt 2 Leute hier mit der Sniper. Primes und Endblue insgesamt mit 14 Eliminierungen. Und hauen sich damit auf die Top-Fragger-Position. Top-Fragger vor Swiss Proper und Kein Call. Krass, krass, krass. Stark. Wir gehen mal auf Scared und Ginger drauf. Scared und Ginger, beides Unreal-Spieler. Ja. Oh, und Swiss Proper und Kein Call. Unsere ehemaligen Top-Fragger, die sich jetzt wieder wahrscheinlich hochkämpfen auf die Top-Fragger-Position, nachdem sie jetzt, also wenn sie jetzt noch 1, 2 Kills holen, dann sind sie auf jeden Fall wieder ganz vorne. Aber PTH? Wo ist PTH? PTH Flopper und Fresser, die sind auch ganz, ganz, ganz weit oben. Die machen auch gerade die ganze Zeit Kills und ich sehe gerade, unser Top-Fragger Endboo, der ist jetzt knocked. Primes jetzt auf sich alleine gestellt mit 8 Eliminierungen. Boah, ich glaube, das ist ein 101, kann das sein? Oben sehen wir aber jetzt noch jemand ganz, ganz Spannenden sich anschleichen. Und zwar ist es Kein Call. Kein Call ist jetzt, hat sich jetzt hier eingemischt unter den Top-Fragger. Und jetzt haben wir die Top-Fragger gegen die Top-Fragger. Kein Call probiert jetzt Primes zu snipen. Primes geht in Zone. Das macht er eigentlich smart, damit er jetzt nämlich nicht den Druck von Kein Call und Proper bekommt. Aber kann natürlich auch gefährlich werden. Endboo ist jetzt knocked, wird aber jetzt hochgeholt von Primes. Schafften die das? Rein zeitlich gesehen, ja, sie schaffen es. Aber oh, Green Healing-mäßig, geilen Flopper. Okay, okay, okay. Er will sich wahrscheinlich wieder knocken lassen. Wir gucken mal ganz kurz diese Situation hier an. Primes und Endboo müssen jetzt irgendwie in Zone kommen. Sagt er ihm, dass er alleine spielen soll oder was wird er machen? Oh mein Gott. Er muss sich wieder knocken lassen. Oh mein Gott, das ist knapp. Wie viel HP hat Primes? Primes hat noch einen Flopper, wird jetzt Endboo wieder hochholen. Uiuiui, das ist jetzt eine spannende Situation, ob die jetzt reinkommen. Die Jungs sind nämlich gerade die Top-Fragger. Das wäre wahnsinnig schade, falls sie jetzt so die Runde verlieren sollten. Probieren jetzt hier zu riften. Kommen sie in Zone, das ist jetzt die Frage. Endboo ist auf 6 HP, auf 4 HP, auf 2 HP. Ist jetzt wieder knocked. Und Primes muss irgendwie gucken, dass er in die Zone kommt. Und er wird es schaffen. Wird Endboo reinkrabbeln können? Wird er das schaffen? Oh mein Gott, schafft er das? Nein, er schafft es nicht, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist eine Rettungsaktion? Oh mein Gott, 7 HP! 5 HP! 3 HP! Oh mein Gott, was für eine Rettungsaktion! Da bin ich mal ganz kurz die Ws flattern sehen. Für Primes und Endboo. Wie sie das jetzt gerade noch gedreht haben. Oh mein Gott, die Zone kommt. 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 Oh, aber alles gut. Sie geht in die falsche Richtung. Ohne die Druck gemacht jetzt von mir an der Stelle. Sie brauchen entweder einen Refresh oder... Ui. Entweder einen Refresh oder irgendwie einen Automaten. Oh, ich würd vorschlagen sogar, dass sie in Level Slayer reingehen. In die dicke Villa. Da können sie vielleicht auf gut Glück Bandys oder Medkits irgendwie noch finden. Aber das schaut sonst echt wirklich problematisch aus. Und jetzt wird Primes auch noch gesniped. Oh nein, von Kein Call. Nein, Jungs, nein. Schade. So gut gemacht eigentlich von euch, ne? Das war wirklich super gespielt eigentlich. Aber, oh, Swiss Proper. Und Kein Call, die haben das gerochen. Swiss Proper hat auch noch aus Provokation auch noch 3 Medkits im Inventar. Insgesamt 17 Kills. Swiss Proper und Kein Call. Proper und Kein Call, die machen hier weiter Kills. Die haben hier Bock. Oh mein Gott, oben, Billiard Master. Der hat nur 2 HP oder so. Oben. Habe ich gerade gesehen. Hier, Finn jetzt auch dead. Die machen hier Kills nach Kills. Die gehen jetzt hier richtig, richtig durch. 17 Spieler noch alive. Und Gamer Pro da alleine in der einzelnen Holzbox. Okay, Swiss Pro. Oh mein Gott, Kein Call wird gesniped von der Seite. Und Swiss Proper ist jetzt auch gar nicht mehr so voll. Holen sich jetzt, hielen sich jetzt mit Medaillons hoch. Alles fein. Wir gucken mal, wer noch alive ist. Wir haben Swiss Proper. Wir haben Vesp Lorenz mit 3 Kills. Unreal-Spieler. Lasse Unreal-Spieler mit dem Donut. Wir haben Kein Call mit 8 Eliminierungen. Auch ein Unreal-Spieler. Gamer Pro. Elite-Spieler mit dem Donut. Ginger mit 3 Eliminierungen. Unreal-Spieler. Alf das Brot. Champion-Spieler mit dem Donut. Tierx mit 2 Kills. Auch ein Unreal-Spieler. Scared Unreal-Spieler mit dem Donut. Strufelli. Ein Champion-Spieler mit dem Donut. Wir haben Taubus. Champion-Spieler mit dem Donut. BS Seal A mit 2 Kills. Auch ein Unreal-Spieler.
ZB Alessio mit 2 Eliminierungen, auch ein Unreal-Spieler. Loading, Unreal-Spieler mit 2 Kills. Noxy, Unreal-Spieler mit 1 Kill. Das Tier ist, glaube ich, Silberspieler mit dem Donut. Und dann haben wir Swiss Proper wieder mit Unreal-Skin. 11 Eliminierungen. Unglaubliche Performance von Kein Call und Swiss Proper. Boah, guter Pump jetzt von Swiss Proper. Holt er ihn sich. Ganz, ganz close. Ganz, ganz close Sache. Aber er ist halt alles gut. Er entscheidet sich einfach für den nächsten. Hauptsache Kills. Der denkt sich gar nichts. Geil. Nächster Kill. 12 Kills jetzt Swiss Proper. Kein Call. 8 Kills. Insgesamt haben sie jetzt schon eine 20-Bomb. Unglaubliche Performance von den zwei Jungs hier. 12 Spieler sind jetzt noch alive, 7 Teams. Wir gehen kurz in die Drohnenperspektive rein und gucken uns das Ganze mal von oben an. Und Swiss Proper, der ist aber jetzt low. Uiuiui, was passiert hier? Dann müssen wir ganz kurz nochmal in die persönliche Perspektive rein. Oh, es kann gefährlich werden. Wir gucken mal auf Kein Call drauf. Der fight nämlich jetzt scared. Kein Call ist nicht low, deswegen kann er weiter in die Fights reingehen. Ginger ist jetzt auch low. Kassiert einen dicken Autopump-Hit ab jetzt von Kein Call. Und Kein Call wird wahrscheinlich in die Box einfach exploiten wollen. Scared jetzt dead. Jetzt noch Ginger hier an der Seite. Und die Jungs, die können hier gar nichts, ne? Die wollen einfach rein. Boah, count ihn. Alles fein. Kein Call mit seinem 9. Swiss Proper mit 13. Insgesamt 22 Kills. 8 Spieler sind jetzt noch alive. Das ist ganz, ganz, ganz krass. Taubus A und Lorenz mit 5 Eliminierungen gehen jetzt hier hoch und werden wahrscheinlich an Kein Call und Swiss Proper vorbei müssen. Eine der wenigen Duos zusammen mit den zwei noch. Sonst sind es eigentlich nur Solos so gut wie. Alessio und Loading auch noch als Duo am Start. Schaut jetzt gefährlich aus. Schaut jetzt sehr, sehr gefährlich aus. Lasse als Solo gequeued. Hat gar kein Team von Anfang an gehabt. Ist ein Unreal-Spieler. Jetzt haben wir noch 2 Duos und einen Solo. Lasse als Solo. Oh, nee. Was ist denn jetzt los? Kein Call hat sein Mate Swiss Proper verloren. Mit 15 Eliminierungen. Und Kein Call ist jetzt low. 40 HP Kein Call. Muss ich jetzt hier mit dem Medaillon hochhealen? Oh, oh. Oh, oh. Okay. Hä? Swiss Proper ist doch nicht tot. Warum wird er mir als tot angezeigt? Der wurde mir nur als tot angezeigt. Alles gut, der ist doch da. Loading und Lasse als Solos unterwegs und Kein Call und Swiss Proper als Duo. Und alles gut. Kein Call und Swiss Proper. Mit jetzt insgesamt 26 Kills werden sich das ganze Ding holen. Ja, Loading hat da gar keine Chance mehr als Solo. Irgendwie kurze Zeit wurde mir Swiss Proper dead angezeigt, aber das war scheinbar ein Bug. Alles fein. Swiss Proper und Kein Call holen sich insgesamt mit 27 Kills den Win. Ganz, 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 ganz starke Performance. Unglaublich viele Kills gemacht. Also sie sind hier durchgegangen durchs Endgame, als gäbe es keinen Morgen. Ja, das war gar kein Endgame. Das war einfach nur eine WK-Runde für die auf ganz entspannt. Ganz, ganz, ganz krass. Freunde, wenn ihr solche Turniere in Zukunft öfter haben wollt, vergesst auf gar keinen Fall, dem Video hier ein Like dazu lassen und den Kanal kostenfrei zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr auf dem Kanal verpasst. Und für den ultimativen Support würde es mich sehr unterstützen, falls ihr im Itemshop rechts unten den Creator-Code IVVB eintragen würdet. Sind nur 6 Buchstaben. Der Code ist super schnell eingegeben. Müsst nur ganz kurz dran denken, das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet. Kurz annehmen, dann ist die Sache auch gegessen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.